Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch wieder was über das iConnect Audio 4 erzählen, in diesem Fall das Plus. Ich denke aber mal, dass das auf das 4C ebenso zutrifft. Und meine erste Frage ist, warum? Warum seid ihr von iConfig auf Oracle übergegangen? Oracle ist mit Sicherheit kein schlechtes Tool und vermutlich könnte man das auch aufbohren, aber das, was ich heute festgestellt habe, ist für mich einfach echt blöd und macht das Ganze in meinem Setup unbrauchbar. Gott sei Dank funktioniert iConfig noch auf meinem System, obwohl es eigentlich nicht mehr supported wird. Aber ich werde das einfach riskieren und iConfig nehmen. Aber mehr dazu folgt jetzt. Wir sehen hier das Fenster, was aufgeht, wenn man Oracle startet. Dann gibt es hier diverse Sachen. Firmware, USB Host Reservation, Presets, Filter, Reamp, MIDI Routing und Audio. Und ich möchte heute eigentlich nur auf Audio eingehen. Ich klicke jetzt mal hier drauf. Dann sehen wir hier die vier Audio-Inputs, die wir haben vorne. Die kann man hier muten, 48 Volt anmachen, also Phantomspeisung oder HZ. Es gibt tatsächlich bei dem 4 Plus zwei unterschiedliche Hardware-Varianten. Eine, bei der alle vier Eingänge auf HZ schaltbar sind und eine, bei der nur, das ist die ältere, die ersten beiden auf HZ schaltbar sind. So viel habe ich zumindest gelesen. Dann haben wir hier die Analog-Outputs, Analog 1 und 2, 3 und 4. Die kann man hier auch zu einem Stereopaar zusammenschalten oder trennen. Das ist ganz cool. Dann kann man hier Tooltips anmachen. Und man sieht hier vier Presets. Hier unten können wir die Sample-Rate einstellen, die Bit-Tiefe und woher die Clock kommt, ob internal oder eins von den USB-Ports. Dann gibt es hier oben einen Info-Button für die Software. Hier ein Fragezeichen, wo dann die Hilfeseite kommt. Und hier das iConnectivity-Zeichen, wo man auch auf eine Hilfeseite kommt. So, wir bleiben jetzt aber mal hier, wo jetzt mein Problem anfängt. Und zwar kann man hier noch Tooltips anmachen, dann sieht man hier, was das alles bedeutet. Lassen wir jetzt mal aus. Wenn es jemand besser weiß, freue ich mich auf jeden Fall über Kommentare. Sagt mir bitte, 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 dass die Software nicht so einschränkend ist, wie ich gerade den Eindruck habe. Also wir sehen hier unten Analog 1-2 Mix, Analog 3-4 Mix und den Headphone Mix. Das sind die Ausgänge, die wir auch hier oben haben. Wenn ich jetzt hier draufklicke, bekomme ich hier unten USB 1 Channel 1, USB 1 Channel 2, das gleiche für USB 2 und alle vier Mic-Eingänge. Soweit, so gut. Jetzt hat das Ding aber mehr als zwei USB-Channels, nämlich 8, wenn ich mich nicht vertue. Die kann ich hier aber nicht steuern. Ich kann hier auch nicht nach links oder rechts scrollen, es geht nicht. Ich kann jetzt hier also einstellen, wie ich das gerne haben möchte. Ich mache jetzt einfach mal was exemplarisch. Das gleiche kann ich hier für 3 und 4 machen. Hier nehme ich mal andere exemplarisch und für den Headphone nehmen wir mal den. So, und das merkt er sich jetzt. Soweit, so gut. Jetzt hätte ich aber gerne das Setup, dass ich von hier von USB 1 nicht nur zwei Channel brauche, sondern mehr Channel. Damit kann man hier auf Play USB 1 gehen. Dann hier auf den Mix. Jetzt habe ich hier bei USB 1 sechs Channels. Vielleicht waren es auch sechs und nicht acht. Aber jetzt kann ich hier keinen Analog-Input mehr wählen. Wenn ich den hier oben einstelle, das ist der Grundmixer, wo auch immer dieser Unterschied nachher ist. Ich nehme mal an, dass das der Gain ist. Und das hier quasi die Fader-Position. Die speichert sich auf jeden Fall hier, seht ihr, nicht mit. Also, ich habe jetzt keine Möglichkeit hier, diese USB-Channels und die Audio-Channels gleichzeitig zu benutzen. Extrem blöd für mich. Auf Play USB 2 ändert sich das Ganze. Dann habe ich hier sechs Channels vom USB 2 und zwei Channels vom USB 1. Wunderbar, bringt mich auch nicht weiter. Dann habe ich den Stream. Der macht das Ganze noch schlimmer. Der macht hier, was heißt noch schlimmer, der macht im Prinzip das Gleiche wie der Record. Plus, dass ich hier noch einen USB 1 Mix und einen USB 2 Mix hinten habe, über den ich dann rausgebe. Das ist schön, hilft mir aber auch wieder nicht, weil ich hier auch wieder nur zwei Channels habe. Ich brauche aber mehr. Ich bräuchte hier vier vom USB 1. Und ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, das hier zu ändern. Also hier ist nichts mehr zu klicken, nichts mehr zu tun. Oben gibt es unter Edit im Menü gibt es tatsächlich auch nichts mehr, wo man das machen kann. Es geht einfach nicht. Ich gehe jetzt mal hier zurück. Dann sieht man hier das ganze MIDI-Routing. Das kann ich hier auch klicken. Das ist wunderbar. Hilft mir nur nicht, weil ich jetzt Audio möchte. Filter und Remap bezieht sich auch hier auf MIDI. Auch alles wunderbar. Ja, Presets gibt es keine. Und USB Host Reservation ist auch wieder für MIDI. Also ich habe hier keine Chance, irgendetwas zu routen. Ich zeige euch jetzt mal eben. Da würde ich dann in einem anderen Video nochmal drauf eingehen.
das iConfig-Bild, nämlich das, was eigentlich das Interface wirklich hergibt. Und zwar, ich ziehe das jetzt mal einfach hier rüber, gehe hier auf die Patch Bay, ziehe das Fenster jetzt nochmal passend. So, jetzt seht ihr hier das iConfig-Fenster. Das ist die Patch Bay. Hier kann ich wirklich alles überall hinrouten. Hier kann ich auf den Analog-Mixer routen und habe dann hier ein ähnliches Bild. Hier in der Mitte sieht man alles, was ich einstellen kann. Und hier kann ich hinlegen, was ich will, nämlich die analogen, die USB und zwar, wenn ich möchte, auch einfach alle. Und das ist eigentlich genau das. Ja, das Oracle ist ein bisschen simpler, ein bisschen einfacher, aber das ist das, was ich brauche. Und deswegen frage ich mich nochmal, warum? Warum zum Teufel lässt man so eine super Funktion weg? Das nächste Problem ist, wenn ich jetzt hier was einstelle in iConfig und das quasi überschreibe, kann ich Oracle nicht mehr nutzen, weil Oracle möchte dann ein Systemreset durchführen, damit es genau auf diese vier Presets zurückgreifen kann. Also wenn jemand von euch eine Lösung hat, bitte gerne melden, weil Oracle wird weiter supported, iConfig wird nicht weiter supported. Für mich ist die Lösung jetzt erstmal, ich benutze iConfig, es läuft noch auf meinem System, es läuft noch auf meinem M1. Ich hoffe, das geht noch ein bisschen so. Und ja, wenn das nicht mehr läuft, dann werde ich wohl auf ein anderes Interface umsteigen müssen oder hoffen, dass man das noch aufbaut.